Volles Haus heute. Lauter Udo-Freaks. Schmückende Worte kann ich mir bei meinem Gast heute Abend, weiß Gott, sparen, denn selbst nüchterne Zahlen werden bei ihm bekanntlich zu Superlativen. Über 500 Lieder hat er geschrieben, circa 5 Millionen Menschen auf seinen Tourneen kreuz und quer durch die Lande in die Konzertsäle gelockt und circa 50 Millionen Schallplatten hat er an den Mann, na, wenn ich hier so rumschaue, wahrscheinlich eher mehr an die Frau gebracht. Und sicher kennen ihn weit mehr als 500 Millionen Menschen auf beiden Hälften unseres popsüchtigen Erdballs. Man nennt ihn den Troubadour seiner Zeit, man nennt ihn auch Botschafter der Musik und dergleichen mehr. Auf dem schweren Gebiet der leichten Muse, wo es bekanntlich von Eintagsfliegen nur so wimmelt, da ist er, er möge diesen Vergleich einem Freund verzeihen, ein viel beklatschter und hochbezahlter Dauerbrummer. Herzlich willkommen, Udo Jürgens. Bitte nimm Platz. Aber da kann man mal wieder sehen, wie wenig man selbst von einem Freund wirklich weiß. Denn bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch, da habe ich mit ungläubigem Staunen gelesen, dass Udo Jürgen Bockelmann, so, beinahe hätte ich gesagt, der Mädchenname, so ein richtiger Familienname, seine wohlbehütete Kindheit, glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, als Horror- und Leidenszeit bezeichnet. Also jetzt sag mir mal, was haben Sie denn mit dir gemacht? Ja, ich glaube, das ist eine etwas sehr harte Formulierung. Und wenn das meine Eltern jetzt hören würden, dann kriegen sie erstmal einen Schreck. Ich möchte dazu sagen, dass ich ein unerhört fabelhaftes Verhältnis zu meiner Familie, zu meinen Eltern habe, seit meiner Kindheit bis heute. Und das ist, je älter ich geworden bin, immer besser geworden. Aber es war auch in der Kindheit schon fabelhaft. Aus dem Grund habe ich überhaupt keinen Grund eigentlich, an meiner Kindheit herumzumeckern. Trotzdem muss ich es tun. Ich war einfach kein glückliches Kind. Mhm. Die Zeit, in der ich gelebt habe, ich war, naja, so in den, als Kind in den 40er Jahren, in der Schule und so, die Art, wie man damals mit Kindern umging, weniger von den Eltern, von der Gesellschaft, von der Schule, das waren Dinge, mit denen ich mich nicht abfinden konnte und ich bin eigentlich ein sehr unglückliches Kind gewesen, obwohl sich meine Eltern da so alle Mühe mit mir gegeben haben. Ich war ein sehr kränkliches Kind, dünn und blass und die Schüler haben mir immer eins auf den Kopf gehauen. Ich bin also ewig einer gewesen, den man so verspottet auch ein wenig. Ich habe furchtbar abstehende Ohren gehabt. Und war ein Komplex, von Komplexen gezeichnetes Wesen eher. Und erst wie ich entdeckt habe, wo meine Kraft liegt, wie ich plötzlich schon als sehr junges Kind, kurz nach meinem 5. Lebensjahr eigentlich schon, solange ich denken kann, wie ich entdeckt habe, da gibt es so kleine Instrumente. Das erste war eine Mundharmonika, das zweite war ein Akkordeon, das dritte war ein Klavier. Und wie ich entdeckte, dass ich auf diesen Instrumenten Möglichkeiten habe, die die anderen nicht haben, die stärker waren als ich, in dem Augenblick begann das Leben für mich interessant zu werden. Psch. Ja, ich meine so. Jetzt versuchen Sie mal, das alles sofort unter einen Hut, in einen Bogen zu kriegen, was der Udo da gerade erzählt hat. Ich finde das unglaublich und
Ich glaube, das wissen auch die wenigsten von ihm. Ich habe hier noch so einen Satz stehen. Ich wollte ihm den eigentlich zum Schrecken hinschießen. Mir gefällt es hier nicht. Und deswegen gehe ich nach Hause. Ja. Hat er als Sechsjähriger in der Schule gesagt, an seinem ersten Schultag, als er da hinkam, zu seiner Lehrerin. Und da ging er auch nach Hause. Ja. Und was passiert denn dann? Das war mein erster Schultag. Wir wohnten 200 Meter neben der Schule, war das, wohnte ich, in einem ganz kleinen Dorf in Kärnten, in den Bergen am Magdalensberg. Und eine sehr, sehr, sehr ländliche Gegend. Und am ersten Tag gibt es doch immer diese Tüten und Geschenke und so weiter. Und also ich gehe zur Schule und setze mich also in die Bank, den Platz, der mir zugewiesen wurde. Ich dachte, das ist jetzt alles ein schöner Spaß und mal sehen, was da los ist. Und so ungefähr, wie man auf die Kirmes geht vielleicht oder mit anderen Schülern zusammen. Und plötzlich merke ich, dass die Sachen sehr ernst zur Sache gehen da. Und dass der Ton durchaus nicht sehr freundlich war, es musste man gerade sitzen und man durfte sich nicht umschauen, mit niemandem reden. Es wurde also ein durchaus strenger Ton herrschte da. Und nachdem ich da so ungefähr eine Stunde war oder anderthalb, habe ich gedacht, das ist nichts für mich. Und bin aufgestanden und bin aus der Klasse rausgegangen. Und die Lehrerin rief mir hinterher, wo gehst du, es war ein Lehrer übrigens, wo gehst du hin? Sag ich, es passt mir hier nicht, ich gehe nach Hause. Und ich ging dann nach Hause, weil es war ja wirklich nebenan. Mhm. Und der Lehrer hat einen Diener, also so einen Schuldiener, mir hinterhergeschickt. Und der hat mich dann von zu Hause wieder geholt. Und ich saß dann bei meiner Mutter, die sagte, wieso bist du schon wieder da? Ich sagte, das gefällt mir nicht, da gehe ich nicht mehr hin. Und da sagte sie, ja, da musst du aber hingehen. Sag ich, warum muss ich da hingehen? Ich will da nicht hingehen. Ja, wie lange soll ich denn da hingehen, habe ich dann gefragt. Ich dachte, vielleicht dauert das so 2 Wochen, dann ist das vorbei, wie ein Urlaub oder wie irgend so ein Heim oder sowas. Da sagt sie, das wird ungefähr die nächsten 15 Jahre so gehen oder noch etwas länger. Da begann ich also zu schreien wie am Spieß. Dann kam dieser Schuldiener und hat mich also am Arm genommen und mich wieder zurückgezogen, diese 200 Meter. Ich habe geschrien, nach ihm getreten, alles Mögliche. Und dann war dieser erste Schultag eigentlich für mich schon ein Schock, auf den ich vielleicht zurückführe, dass ich Zeit meines Lebens ein grausam schlechter Schüler gewesen bin. Vielleicht lag es daran. Ich habe dann eine Abwehrhaltung der Schule gegenüber eingenommen, die ich nie mehr losgeworden bin. Mhm. Auf der einen Seite liest man manchmal, geboren in einem Schloss, auf der anderen Seite heißt es in einem Gutshof. Ich nehme an, es war so eine Verbindung zwischen beidem. Es war ein Schloss. Ja, es ist ein Schloss Ottmanach. Ich will nur nicht immer übertreiben und so. Also, wenn man nun in einem Schloss geboren ist, in der Nähe von Klagenfurt, um es geografisch noch ein bisschen zu verdeutlichen, dann könnte man annehmen, dass deine Liebe zur Musik ungefähr so begonnen hat, durch schöne Hauskonzerte am brennenden Kamin. Nein, das ist eigentlich nicht richtig, nein. Erstmal bin ich nicht am Schloss geboren, sondern im Krankenhaus in der Stadt, wie es sich gehört. Also. Aber ich bin aufgewachsen in diesem Schloss, in dem meine Eltern damals wohnten und lebten und das uns gehörte, das wir dann später verkauft haben. Weil man es sich nicht mehr erhalten konnte, einfach. Meine Liebe zur Musik, die kam als kleinstes Kind schon. Und mit 5 Jahren haben meine Eltern mir eine Mundharmonika zum Geburtstag geschenkt, zu meinem 5. Geburtstag. Und ich fand das also faszinierend, habe in meinem Zimmer schnell ein bisschen probiert und habe sofort das System herausbekommen, wie man auf einer Harmonika spielt und auf einer so einer ganz einfachen Harmonika natürlich. Mhm. Und habe dann bei einem Spaziergang mit meinen Eltern sofort das Instrument herausgeholt. Und das erste Lied, das ich spielte, hieß, das weiß ich bis heute, Die blauen Dragoner, sie reiten. Und ich spielte das sofort richtig. Und das konnten meine Eltern irgendwie nicht begreifen, wie man mit 5 Jahren gleich richtig ein Lied spielen kann. Und ich konnte dann die anderen Kinderlieder und was ich so kannte, eigentlich sofort auf der Mundharmonika nachspielen, soweit das eben auf so einem Instrument möglich war. Ich kenne nur eine Melodie von dir auf der Mundharmonika. Ja, ich habe die Liebe zu diesem Instrument nie verloren und habe es also immer wieder versucht, in meine Stücke einzubauen. Später, als dann Cuttenfields kam, das hast du gerade angedeutet, das ist ja ein alter amerikanischer Folksong. Angedeutet. Hätte ja sagen können, angesungen, nicht? Aber nein, angedeutet. Danke. Ich habe es eher als eine Deutung verstanden. Da habe ich das Instrument wieder rausgeholt und habe es also immer wieder mal verwendet, so als Zwischenspiel oder als so eine Kleinigkeit. Man kann ja nicht
Gut, es gibt Meister, die fantastisch drauf spielen können, das kann ich nicht. Wollte gerade sagen, da flippst du. Ich spiele heute auf einer Mundharmonika noch so, als wie ich mit 5 Jahren drauf gespielt habe. Also ganz einfach eben. Aber es war für mich doch der Schlüssel zum Leben, der Schlüssel zu Aufmerksamkeit erregen. Plötzlich merkte ich, wenn ich irgendwo saß auf einer Bank, dass andere Mitschüler das so sagen, spiel doch normal oder so. Also zum ersten Mal merkte ich, dass ich mit diesem Instrument was anfangen kann. Was anfangen Wirkung kann. Erzielst. Irgendwie mich besser. Dann flippst du wahrscheinlich auch aus, wenn du Toots Thielemanns hörst. Also, ach ja, natürlich. Oh, ja. Klar. Naja. Du, pass auf, jemand, ich weiß, jetzt wird also gleich ein Raunen kommen, ich nehme es wenigstens an, jemanden auf die Nazi-Zeit anzusprechen, der genau 10 oder 11 Jahre alt war, als die zu Ende ging, ist an sich unsinnig. Wenn da nicht ein fast Geständnis wäre, ein Aufschrei wäre, das einem gequälten Prügelknaben sehr ähnlich sieht, wenn einer das Hemd des Führers trug, konnte er nicht mehr geschlagen werden. Ja, das war so damals. Und ich war 10 Jahre alt, als ich in die HJ kam, so hieß das damals, Hitlerjugend. Da musste man, glaube ich, ein bisschen älter sein. Mit 10 Jahren war Jungvolk oder sowas. Na, das konnte man schon früher. Also mit 10 konnte man bereits. Konnte man gut, das hieß Deutsche Jugend, das heißt Jungvolk. Oder jedenfalls bekam man braunes Hemd. Ja. Und ich weiß noch, wir alle damals in dem Alter, wir Kinder alle, für uns war das der schönste Tag, auf den haben wir gewartet. Vorher war man ja wirklich, also für jedermann beschimpfbar in der Schule, der Lehrer konnte machen, was er wollte. Wir hatten also noch eine Schule, wo also das Spanische an der Wand hing. Das Spanische war ein Stock, so eine Art Peitsche. Und mit der wurden wir geschlagen im Unterricht am Land. Das war ganz gang und gäbe. Und es wurde ein Holzscheit vorne vor die Klasse gestellt, auf das wir uns zum Beispiel knien mussten eine halbe Stunde lang als Strafe. Oder hinter einen heißen Ofen stellen, bis wir bewusstlos wurden. Solche, also es waren Foltermethoden, möchte ich da betonen, die in der Zeit in der Schule am Land damals fast als gang und gäbe galten und offensichtlich kaum beanstandet wurden. Wie ich das meinen Eltern mal erzählt habe, mein Vater war Bürgermeister dieser Gemeinde, da ist er aus allen Wolken gefallen, dass ich ihm sowas, dass das überhaupt möglich ist. Und er ist dann da hingegangen und hat versucht, das abzustellen, was ihm zum Teil gelang, aber natürlich nicht ganz, weil es war damals einfach üblich. Und sobald wir dieses braune Hemd anhatten, eine Uniform, waren wir also unantastbar, weil ein Lehrer, der es gewagt hätte, gegen einen Hitlerjungen die Hand zu erheben, den hätte man sofort abgeholt, nicht? Und das wussten wir natürlich. Und das wollte jeder mit 9 Jahren, haben wir also uns schon freiwillig beworben, wann komme ich endlich in die Hitlerjugend? Nur um endlich Macht zu haben, zu wissen, jetzt kann ich also... Oder eine gewisse Tabuzone, eine Tabuzone um sich zu ein schaffen. Ein Schutzschild. Ja. Irgend so was Ähnliches. Du hast gerade gesagt, dein Vater war Gutsbesitzer und Bürgermeister. Und diese Familie war sehr harmonisch. Und da gab es ja auch 2 Brüder. Ja. Ich brauche jetzt nicht mehr zu fragen, ob die dir das Leben so zur Hölle gemacht haben. Wie war denn der Kontakt zu den Brüdern? Ich meine, beide machen in Öl. Der eine als Manager und der andere als Maler. Ja, wir sind sehr verschieden eigentlich. Also mein älterer Bruder, der ist heute in der Ölindustrie. John, richtig, tätig. Und hat da eine führende, leitende Position in Österreich und hat Karriere gemacht, wie man so schön sagt. Und heute verstehen wir uns fantastisch. Der gehört zu denen, die immer die Preise erhöhen müssen, weil es ihnen so schlecht geht, nicht? Weil die Ölindustrie so leidet. Das ist ein ernsthaftes Problem, das man wirklich nicht so schnell abhandeln kann. Wenn man sich mit ihm darüber unterhält, dann sieht man schon, dass die Sache nicht ganz so einfach ist, wie sie vielleicht am ersten Blick sich anhört. Ich glaube, da die Schuld liegt nicht allein bei den Multis, würde ich sagen. Da werden wirklich also im Moment oder seit Jahren gewaltige Verluste gemacht. Also das weiß ich also wirklich von meinem Bruder, dass die da furchtbare Angst haben. Die großen Firmen zum Teil schließen ihre Niederlassungen in den Ländern, was wiederum zu bedeuten hätte, dass Riesenarbeitslosigkeit sich vergrößert. Wie stellen Sie mal vor, so ein Appell von Udo Jürgens. Ab morgen freiwillig ein bisschen mehr fürs Benzin. Ne? Ich möchte also jetzt, da weiß Gott nicht, aber ich sage mal, mein Bruder erklärt mir manche Situationen, die wir natürlich doch nicht so begreifen können, weil wir da in dem Fall doch ein bisschen nicht so durchblicken, würde ich sagen. Mhm. Na jedenfalls mit meinem älteren Bruder, wir sind sehr, sehr verschieden. Und als Kinder haben wir uns nicht nur gestritten, wir haben uns gehasst, würde ich besser sagen. Ganz schlimme Kindheit gemeinsam, wir waren sehr verschieden. Mein jüngerer Bruder, der Maler ist, der mir nicht nur äußerlich ziemlich ähnlich ist, sondern auch im Wesen, mit dem habe ich Zeit meines Lebens also immer eine sehr, sehr harmonische Beziehung gehabt. Und erst jetzt, wo wir älter werden, sind wir 3 als Brüder, verstehen wir uns sehr gut. Über den
Manfred gibt es, wenn ich das sagen darf, das ist nur rein private, persönliche Meinung, mit das schönste Lied, das du je geschrieben hast. Mein Bruder ist ein Maler. Über den Manfred Bottelmann, das ist so traumhaft schön. Und ich stehe nicht an zu sagen, dass jedes Mal wieder, wenn ich dieses Lied höre, dann stehen mir die Tränen in den Augen. So schön ist das. Oh, das ist ein großes Kompliment. Ich möchte, ja, ich sage das ganz gelassen. Es ist so. Die Entstehungsgeschichte ist ganz witzig. Wir saßen an einem Winterabend, also romantischer kann es schon nicht mehr sein. Es schneite draußen und diskutierten, was wir immer tun, wenn wir zusammen sind, und hörten klassische Musik dabei. Und er erzählte mir, wir redeten voneinander, wer hat eigentlich mehr von seinem künstlerischen Beruf? Ja. Du stehst auf der Bühne, sagt er zu mir, und das Publikum applaudiert dazu, die reichen dir die Hände, wollen dich berühren. Und ich stehe allein in irgendeinem Atelier, male ein Bild, von dem ich mich dann trennen muss. Das hängt dann in irgendeiner Wohnung, ich sehe es gar nicht mehr. Das ist eine sehr stille und leise Geschichte. Aber letztlich habe ich doch das Gefühl, dass ich immer wieder Glücksgefühle dadurch erlange, dass ich weiß, dass ich diese stille Kunst ausübe. Mhm. Genauso wie ich natürlich auch Glücksgefühle empfinde, wenn ich meine laute Kunstform ausübe, weil es ist eine laute Kunstform, die Popmusik. Ich würde nicht sagen laut, tönend. Aber ja, manchmal nicht auch laut. Tönend. Leider ist sie auch manchmal zu laut. Also man kann wirklich heute sagen, dass sie leider zu laut geworden ist. Aber wir haben dann festgestellt irgendwie, dass wir manchmal uns gegenseitig beneiden und nicht der andere zu sein. Mhm. Und diesen Gedanken fand ich dann plötzlich so faszinierend, dass ich mich hingesetzt habe und versucht habe, das in einem Lied auszudrücken. Und ich glaube, das ist mir ganz gut ist mir ganz gut gelungen. Ja, muss ja. Es hat mich gerade an eine Situation zwischen, wenn Sie klatschen wollen, lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten. Erstens schmückt das die Sendung und zweitens bringt es auch wieder ein bisschen Zeit. Ne? Brauche ich nicht so viel reden. Erinnert mich an eine Situation zwischen uns beiden. Ich will gar keine Reklame machen, aber man weiß ja, dass ich mal das Vergnügen hatte, ein oder zwei Texte für Udo zu schreiben, weil er gerade gesagt hat, wir saßen an einem Winterabend, es schneite. Ich habe mal ein Weihnachtslied für ihn geschrieben. Das war mitten im Sommer. Es hatte 30 Grad im Schatten und ich saß am Swimmingpool und da musste mir was einfallen, für ihn zu schreiben, dass es kalt ist und im Winter. Das war ein Ding. Du hast vorhin so schön erzählt, wie du gemerkt hast, besser gesagt, wann du gemerkt hast, dass du mit deinem Instrument, mit der Musik plötzlich etwas in die Hand bekommst, das dich frei macht, das dir die Möglichkeiten gibt, dich auszudrücken. Und da ist mir ein schöner Satz von dir aufgefallen. Ich habe überhaupt nur, wenn ich ans Klavier gegangen bin, die Chance gehabt, ein Mädchen näher kennenzulernen. Und ab da ging es dann los. Ja, das ist natürlich schon richtig. Ich meine, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt im Leben für uns alle. Und bestimmt. Besonders für einen, ganz besonders für einen jungen Menschen. Ich meine, ich habe jetzt Kinder, die jetzt erwachsen werden gerade und zum Teil jetzt schon sind. Johnny ist 19 Jahre alt, also kann man schon von einem erwachsenen Jungen sprechen. Die Beziehung zwischen den Menschen, zwischen den Geschlechtern, ist eine außerordentlich wichtige Sache. Und ein junger Mensch, der heranwächst und Sehnsüchte in sich hat, die er nicht richtig artikulieren kann, ausdrücken kann, der ist Spannungen unterworfen, von denen man als Erwachsener fast nichts mehr ahnt, weil man es zum Teil vergessen hat. Mhm. Ich habe das bei mir in meinem Fall nicht vergessen. Ich habe also da auch wirklich gewaltige Probleme gehabt in der Zeit. Ich habe auch eine wirklich sehr, sehr schwierige Pubertätszeit gehabt, die lang dauerte und die meinen Eltern furchtbar viel Kopfzerbrechen bereitet hat und mir noch mehr natürlich. Das Klavier, das ich da bereits einigermaßen spielte und von dem ich wusste, dass es meine Zukunft vielleicht werden wird, hat mir diese unheimliche Schwierigkeit erleichtert. Mhm. Ich habe plötzlich gemerkt, ich habe während meiner Studienzeit, hat man mich herangeholt, wenn also Musikabende vom Mozarteum gemacht wurden. Ich war im Mozarteum in Salzburg, ja. Ich war in Klagenfurt am Konservatorium und dann habe ich noch in New York an der Alfred University Musik studiert. Aber jedenfalls, wenn da irgendwelche Abende gegeben wurden mit den Schülern, dann spielte der eine Chopin, der andere Mozart, einer Beethoven, irgendwas. Und ich wurde jedes Mal aufgefordert, eigene Sachen zu spielen, was ich natürlich am liebsten getan habe. Zum Teil wurde mir auch spontane Improvisationen zu spielen. Man hat mir gesagt, ein Thema gegeben, vor Publikum. Ich habe gesagt, spiel über das Thema, was weiß ich,
ein Thema aus einer Oper, irgendeine Melodie, zum Teil sogar zugerufen vom Publikum, spiel über das jetzt 10 Minuten ein Stück am Klavier. Und was das war ein Talent, das ich hatte. Ja. Sagt mein Klavier. Und da merkte ich, dass ich über diese Brücke an die Menschen herankomme. Mhm. Und natürlich auch an das andere Geschlecht, die Sehnsucht, die man hat eben als Mensch. Nicht? Mhm. Mich interessiert besonders, du hast gerade angedeutet, deinen Ausbildungsweg. Nun ist es auch heute noch nicht üblich, dass Komponisten und Interpreten diesen Beruf studiert oder etwas weniger hochtrabend gesagt gelernt haben. Genies sind rar, sagt man. Kam bei dir da nun beides zusammen? Also das Wort möchte ich nun wirklich, solche Worte müssen andere sagen. Und das ist, ich würde sagen, Talent muss man für einen Beruf dieser Art einfach haben, mitbringen, weil es gibt Dinge, die kann man einfach nie lernen. Mhm. Man kann nie lernen, wie man ein Lied wie Jenny, Merci Cherie, wie man das schreibt. Man kann handwerkliche Fähigkeiten erlernen, aber letztlich diesen Funken, den kann man nicht lernen. Aber das Talent alleine ist natürlich verkümmert wie eine Blume, der man kein Wasser gibt. Ich glaube, das Talent verpflichtet, wenn man es ausüben will, als wirkliches Lebensziel, dazu einfach ein Studium zu machen oder zu lernen, wahnsinnig viel zu lernen. Und ich habe gerade meine Lernzeit, war für mich eine unheimlich interessante Zeit als Musiker, weil ich mich mit den verschiedensten Arten von Musik auseinandergesetzt habe. Ich habe die klassische Musik erstmal kennengelernt, obwohl mich nur Pop und Jazz damals interessiert hat. Ich war ein Jazzpianist. Und dann habe ich erst gemerkt, dass es eigentlich eine Jazzmusik gar nicht geben würde, ohne Bach zum Beispiel. Und dass diese unerhörte Erkenntnis, das war für mich fast revolutionär, hat mich also wieder der klassischen Musik viel näher gebracht. Mhm. Und diese Dinge gehen einfach Hand in Hand. Und ich glaube, eine Karriere, die als Musiker, und ich bezeichne mich, ein Sänger oder Interpret, der wirklich nur auf die Bühne geht und sagt, ich singe Lieder, andere schreiben die für mich, überlegen sich das, zerbrechen sich den Kopf für mich, was ich dann dem Publikum als meine Aussage verkünde. Mhm. Da mag das anders sein. Aber ich bin ein Interpret, der doch das, was er tut auf der Bühne, selber kreiert und zusammensetzt, schreibt, komponiert und macht. Da ist es eben dann doch so, dass sehr viel technisches Wissen einfach dazugehört, will man nicht einfach alles sich mit fremden Federn schmücken. Die Basis gehört dazu. Ich habe dir interessiert zugehört und deswegen lange nicht unterbrochen. Trotz dieses Weges, der eine ganz enorme Ausbildung zur Grundlage hat werden lassen, war es ja dann aber nicht so, wie soll ich das abgewandelt sagen, vielleicht veni canti vici. Er kam, sang und siegte. So war es ja bei dir nicht. Nein, wirklich nicht. Nein. Hm? Die Karriere. War das falsch? Ist ein Lateinlehrer da? Habe ich wieder missverstanden? Frei nach, nicht? Nein, das war wirklich nicht so. Also ich habe in dem Augenblick eigentlich erst als Sänger, in Anführungsstrichen, möchte ich das setzen, ja, Karriere gemacht, als ich entschlossen war, den Gesang aufzugeben. Ich war Ende 20 zu der Zeit und wollte in Zukunft nur als Komponist tätig sein, denn da war ich schon recht erfolgreich. Ich habe für internationale Künstler, Shirley Bassey und was weiß ich, viele Leute damals Lieder geschrieben und das hat sich gut angelassen und ich dachte mir, mit der selber Singerei, das wird nichts. Mhm. Und das war ein Zufall eigentlich, dass es doch noch was wurde, wie ich ein Lied schrieb, das hieß Warum, nur warum? Und Österreich einen Vertreter für die Eurovision suchte und ich das Lied vorspielte, das eigentlich ein anderer singen sollte, eventuell sogar. Und dann der Programmchef des österreichischen Fernsehens mir zuhörte, wie ich das Lied interpretierte, also so wie ich das meine Eigenart eben ist, mit Herz und Blut und ich weiß nicht was und Schweiß auf der Stirn. Ich kann einfach nicht anders. Beim Singen kann ich einfach nicht anders. Und wie ich fertig war, saß er auf seinem Stuhl und sagt, du musst es singen. Niemand anders wird das singen. Nur du. Es gibt niemanden, der das... Du fährst nach zur Eurovision. Das war in Nocke, nicht? Oder was? Die erste Eurovision war in... Moment mal, das war in... Nein, das war in Kopenhagen.
Ach so. Ja, wurscht, oh, auf jeden Fall, aber dieses Lied war der Abheber. Wurde ein Welterfolg. Österreich hat mich dann dreimal zur Eurovision geschickt. Mhm. Ich wollte am Schluss nicht mehr. Ich habe gesagt, bitte nicht nochmal. Mhm. Und dann schrieb ich das Lied Merci Chérie. Und das war der Durchbruch durch die Schallmauer. Und dann dachte ich mir selber, dieses Lied, wo ich das vorspielte, jeder sagte, also komm, mit dem Lied musst du hingehen. Und mit dem habe ich dann auch gewonnen. Mhm. Und das war dann eigentlich der letzte Türöffner, sagen wir mal so. Ja, ja. Jetzt sind wir an einem sehr interessanten Punkt. Manchmal passiert ja sowas, da hebt also einer ab und schießt so hoch, dass ihm möglicherweise der Sauerstoff ausgeht. Und dann fällt er genauso schnell wieder runter. Ich habe vorhin von diesen vielen Eintagsfliegen in diesem Beruf gesprochen. Bei dir kam etwas, was hätte dramatisch werden können, eigentlich nach den Regeln der Kunst hätte dramatisch sein müssen, nämlich der Beginn deines großen Erfolges fiel gleichzeitig in diese Poplandschaft mit dem Riesenerfolg der Beatles. Und das waren ja nun zwei eigentlich konträre das Richtungen, kann man sagen, ja. Ganz ja. Konträre Richtungen. Und bei dem Wahnsinnserfolg der Beatles hätte man ja doch befürchten können müssen, mal ist das ein blöder Satz, befürchten können müssen, dass es mit deiner Karriere aufgrund dieser Überkarriere der Beatles, dass es damit relativ schnell hätte zu Ende gehen können. Das war ja auch eine Zeit Anfang der 60er Jahre und Ende der 50er Jahre, wo man immer einem Idol nachlief, und zwar die ganze Welt. Mhm. Elvis Presley und es gab immer ein Überidol, und es war fast aussichtslos, große Karrieren zu starten. Ich habe das natürlich überhaupt in keiner Weise in irgendeiner Form berechnet. Ich habe einfach meine Musik gemacht. Mhm. Und zu der Zeit kamen die Beatles auf, die ich bewunderte, liebte, die eine vollkommen andere Musik machten, jünger waren als ich. Die waren, ja, sie sind etwas jünger, so 3 Jahre jünger vielleicht als ich. Die sind auch inzwischen ältere Herren alle. Mhm. Ich dachte mir, mein Gott, was machen die für eine Musik? Und ich komme da mit Merci Chérie und damals war ich noch auf einer sehr romantischen Welle. Aber ich habe mich einfach irgendwie nicht beirren lassen. Ich habe mir gedacht, das Falscheste, was man tun kann in unserem Beruf, ist den großen Vorbildern, von denen es eine Menge gibt und die immer besser sind als man selber, insofern nachzueifern, dass man versucht, sie nachzumachen oder zu kopieren. Mhm. Ich habe meine eigenen Sachen versucht zu machen und plötzlich habe ich gemerkt, es gibt neben solchen Giganten, wie es die Beatles eben waren und die auch damals Deutschland okkupiert, beherrscht haben, ganz. Die haben ja über 50% des Gesamtanteils des Schallplattenmarktes eine Zeit lang beherrscht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist etwas, was es heute absolut undenkbar ist. Heute ist der Geschmack des Publikums vielschichtig geworden. Mhm. Wir lieben heute viele, 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 viele verschiedene Käsesorten. Wir wollen nicht nur eine Sache essen. Das war damals also wirklich etwas ganz anderes. Es ging bei mir jetzt gerade klicke die Klacke, die klicke hier oben. Ich habe jetzt versucht, einen Übergang mit Käse zu finden, aber das fällt mir bei ihm schlicht und einfach nicht. Ja, bei den Beatles natürlich auch nicht, aber mir fällt was anderes dabei ein. Es gibt einen schönen Satz von dir, der heißt, ich kann nichts interpretieren, was ich nicht mit wirklich meinem Herzen, mit allem, was ich bin, empfinde. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass jeder Mensch die innerste Seele von Udo Jürgens kennt. Die Leute, die sich mit mir beschäftigen oder sagen wir mal, viele meine Konzerte gehen oder sowas, die kennen sehr viel von mir, das stimmt. Mhm. Das stimmt, ja. Abgesehen davon, dass ich meine Zeit nicht damit verschwende, ein Image um mich aufzubauen, das nicht stimmt. Was in unserem Beruf gang und gäbe ist. Mhm. Also heile Welt und brav und zu Hause alles artig und die Kinder sind artig. Und die Liebe ist in Ordnung und die Ehe ist in Ordnung und was man da so alles treibt, um ja den Heiligenschein nicht zu verlieren. Ich habe damit eigentlich nie Probleme gehabt, weil ich mir einfach sagte, die Probleme, die ich habe, ob es in meiner Ehe ist, in meinem Privatleben, mit meiner Umwelt, die haben doch alle Leute, die jetzt hier bei uns im Raum sitzen oder am Bildschirm zu Hause, 10-mal genauso, mindestens so stark wie wir. Was glaubst du, wie viele Geschiedene hier zum Beispiel sitzen? Wie viele Menschen Probleme haben mit ihren... Hand hoch, wie viel? Wie viele Menschen Probleme im zwischenmenschlichen Bereich mit ihren Partnern haben? Was da sich alles abspielt? Mhm. Auf uns oder schaut man oder wird das mit dem Finger gezeigt? Aber das ist doch nichts anderes. Aus dem Grund habe ich es abgelehnt. Im Anfang zum Schrecken meiner Schallplattenfirma, zum Schrecken meines Managements,
da Imagepflege zu betreiben. Ich sage einfach, wie es ist, auch wenn es nicht sehr schön ist manchmal. Ich habe, Sie wollten gerade noch mal klatschen. Ja. Bei dem Stichwort von Udo Jürgens, Familie und Kinder und Liebe, ob es da stimmt, richtig körperlich gespürt, wie sich einige Millionen Rücken zu Hause vor den Fernsehern jetzt gestrafft haben und jetzt haben Sie was Besonderes erwartet. Und bevor man ein neues und vielleicht etwas kitzliges Thema anfängt, sollte man einfach mal Prost sagen, denn ich weiß, nach einem oder nach zwei Liedern nimmt Udo immer einen Kamillentee. Wir haben ihm das heute natürlich auch angeboten. Zum Wohl. Aber er hat gesagt, ein Schluck Wein wäre ihm lieber in Ihrer Gesellschaft heute Abend lieber. Sehr zum Wohl. Für das, was du machst, weiß ich aus eigener Erfahrung nicht zuletzt, wenn auch in bescheidenerem Maße, was die Quantität betrifft, was für ein ungeheurer Schlauch eine Mammuttournee ist, was da auf einen zukommt, der allein da oben irgendwo steht. Natürlich sind seine Musiker dabei, aber er muss da oben allein Tausende und Abertausende von Menschen, im Laufe von Jahren eben Millionen Menschen, immer wieder überzeugen. Und dazu braucht man eine enorme physische, aber auch eine enorme psychische Kraft. Viele holen sie aus der Familie. Bei dir könnte man annehmen, das sei nicht der Fall, denn das Familienleben bei dir, wie du selbst sagst, ist problematisch. Überhaupt deine Hinneigung zu Familie, Glück im Garten, im kleinen Häuschen, wie du irgendwo so schön gesagt hast, das geht bei dir nicht, da habe ich meine Probleme. Trotzdem, woher kommt die Kraft? Doch aus dieser Richtung oder wo? Oder holst du sie eigentlich mehr so in der Richtung 17 Jahre blondes Haar? Oder vielleicht ein bisschen jünger? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hole diese Kraft mit Sicherheit auch aus meiner Familie, in ganz starkem Maße. Und wenn ich da so solche Dinge von mir bekannt sind, dass ich zum Beispiel mit meiner Frau getrennt lebe, aber doch im selben Haus, und was am Anfang die Leute schockiert hat, dann bedeutet das in Wahrheit nur, dass wir Freunde sind, und zwar exzellente Freunde. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, und auch für die Kinder, die wir haben, viel wichtiger zu wissen, dass zwei Menschen zueinander stehen in einer Art sozialer Treue, als dass sie miteinander ewig noch versuchen, ein Verhältnis aufrechtzuerhalten, das vielleicht nicht mehr existiert. Kinder erwarten von ihren Eltern nicht, dass sie miteinander ins Bett gehen. Sie erwarten von ihnen, dass sie sich mit einem mit Stil und Charakter voreinander verhalten, dass sie sich umeinander kümmern, wenn sie sich brauchen. Ich wollte sagen, dass sie miteinander reden. Dass sie miteinander sprechen. Ja. Und unsere Ehe ist eben in einem gewissen Punkt gescheitert vor vielen Jahren. Und wir haben uns auch überlegt, ob wir uns scheiden lassen sollen. Wir haben dann gemerkt, wir haben vieles Gemeinsames. Nicht nur unsere beiden Kinder, die wir wahnsinnig lieben und mit denen ich einen unvorstellbaren guten Kontakt habe, und meine Frau auch, sondern auch gegenseitig. Wir haben uns viel zu sagen. Wir mögen uns einfach wahnsinnig gerne. Also warum haben wir gesagt, wir lassen uns nicht scheiden, aber wir ziehen halt so ein bisschen aus die Zimmer, trennen wir ein bisschen. Und jeder lebt sein Leben. Und das war eine freie Entscheidung und ich habe das gedacht, dass es richtig ist. Und daher hole ich aber trotzdem vielleicht viel mehr Kraft wie manche Eheleute, die sich in einem täglichen mühsamen Aufrechterhalten einer Beziehung aufreiben, die nicht mehr da ist. Ich glaube nicht. Ich grüße Panja in Respekt. Ja, und ich in Liebe. Schön. Es gab noch eine andere Ehe. Das war die zwischen einem Meilenstein sicherlich auf dem Weg deiner Karriere, nämlich deinem Manager. Oder Produzenten, oder wie immer man ihn nennen will, auf jeden Fall ein Mann, um den kein Weg herumführt, wenn man über Udo Jürgens und seinen Erfolg spricht, das war Hans Beierlein. Woran ist diese, ja, sehr erfolgreiche, ergo sicherlich auch sehr glückliche Ehe letzten Endes dann gescheitert? Bist du Fußballfan? Ja, natürlich, wie jeder weiß. Okay, dann möchte ich nur ein Beispiel sagen. Der FC Bayern hat große Zeiten erlebt unter seinem Manager, ja. Neu
ich möchte nichts Falsches sagen, Neudecker. Neudecker war der Präsident, da gab es mehrere. Da gab's, also es gab eine Revolte gegen einen großen... Branko Sebec gab es und es gab Udo Lattek. Ja, nicht als Trainer, aber ich glaube, es war dann Neudecker. Neudecker war der Präsident. Na, Spahn war der Manager. War der Manager? Aber ich glaube, die große Spielerrevolte ging gegen das Management und ich glaube, es war damals dann Neudecker. Jede Zeit hat ihre... Der Mann hat unerhört viel für den Verein getan, das ist gar keine Frage. Nur die Zeiten ändern sich und Fußballspieler werden auch mündig. Zur Zeit von einem Herberger haben alle gesagt, um 8 Uhr ins Bett und Ding und du machst jetzt dieses und machst Liegestütze oder läufst. Herberger, Schwan, ich wollte was über Bayerlein wissen. Ja, einen Moment, ich will damit nur sagen, dass die Zeiten sich ändern und dass auf jeden Fall die Zeiten sich geändert haben, wo auch in einem künstlerischen Bereich, in einer Karriere, die über viele Jahre geht, ein Künstler, ein Sänger, ein Komponist, sonst irgendwas, an einem Gängelband geführt wird, wie ein Puppenspieler mit Schnürchen eine Puppet on the Strings, Tanzpuppe nach sich tanzen lässt. Ich möchte dazu sagen, dass mir diese Zeit unerhört genützt hat. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ja. Es war eine große Zeit, die meine Karriere in entscheidendstem Maße gefördert hat. Ich betone das immer wieder. Ich bin voll der Dankbarkeit für diese Dinge. Nur spürte ich genau den Moment, wo ich alt genug bin, Dinge zu entscheiden, die mein Leben betreffen, wo kein Mensch mir mehr reinredet. Was jetzt ganz interessant ist, kam danach ein entsprechender Tiefpunkt nach dieser ganzen Geschichte. Denn das blieb ja alles nicht ohne Konsequenzen und ohne sehr harte Folgen. Es war ein Riesentheater mit Prozessen. Leider Gottes, solche Dinge ziehen ja immer unheimlichen Schweif von unangenehmen Dingen nach sich. Es kam aber kein Tiefpunkt. Woran das lag? Es lag wahrscheinlich an einem Lied, das ich geschrieben habe. Das Lied hieß Buenos Dias Argentina und war einer der größten Erfolge, die ich je gehabt habe. Und wenn alles um dich herum in Scherben fällt oder wenn alle sagen, der Blecki ist am Ende, die Sendung ist nichts mehr oder der Udo hat keinen Hit mehr und der ist nicht mehr gut oder irgendwas, dann kann ich dir nur eins sagen. Du kannst in Interviews 100-mal erzählen, wie gut du bist oder sonst irgendwas gut. Du musst irgendwas in dem Augenblick machen, was toll ist. Aha. Und wenn du in dem Moment etwas tust, einen Erfolg machst, ein tolles Konzert gibst, ein paar riesige Lieder schreibst, dann spricht diese Sprache für sich. Dann ist alles andere vergessen. Jetzt muss ich rein. Dann spricht diese Sprache für sich. Also ein super Stichwort. Was empfindet ein Mann wie du, der so viele Lieder geschrieben hat, die Riesenerfolge geworden sind, die so viel von deinem Persönlichen, von deinem Inneren an die Menschen weitergegeben haben? Was empfindet jemand wie du, wenn dann so ein Superhit kommt, da, da, da? Du, ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, es tut mir leid, dass ich nicht geschrieben habe. Super. Denkst du da jetzt an die Kohlen? Du denkst jetzt Nein, an überhaupt nicht. Ich denke nicht an die Kohlen, sondern ich bewundere an dem Lied, wie die Einfachheit und wie es im Grunde immer wieder möglich ist, auch in Volksliedern kommen ja auch so einfache Dinge vor, mit den einfachsten Dingen manchmal Dinge aus. Du. Liegst mir am Herzen. Dinge auszudrücken. Ja. Wir machen den Fehler, oder ich mache den Fehler, dass wir uns zu viele Worte oft brauchen, um was ganz Einfaches zu tun. Und das Lied ist, so verrückt es ist, es ist irgendwo genial. Weil es ist, wenn du sagst, es kommt ja eine Zeile drin vor, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, ich lieb mich nicht. Und also es ist die totale Verweigerung. Es ist eine Verweigerung von Liebe zum Partner und zu sich selbst. Also es ist eine soziale Aussage, die in der heutigen Zeit die Menschen sehr beschäftigt. Im Unterbewusstsein ist diese fast brutale Aussage den Leuten natürlich schon sehr hart ins Gemüt gefahren. Und dass da nicht viel Erklärung dazu bedarf, keine Textausschweifungen, das ist eine Sache, auf sowas muss man kommen. Dass die nicht aus Genialität drauf gekommen sind, dass das ein Zufall war, das ist der Zufall, den man immer hat, wenn man also eine Sache beginnt. Dann führt manchmal eine ganz glückliche Hand oder führt den Zufall. Also es ist irgendeine Inspiration. Eine Inspiration, ja. Du hast deiner Mutter versprochen, hat man mir gesagt, du hättest deiner Mama versprochen, mit 50 Jahren erwachsen zu werden. Das ist also in ungefähr anderthalb Jahren soweit.
Was muss sich denn dann alles bei dir ändern? Ja, also ich war gerade bei meinen Eltern unten vor wenigen Tagen. Haben sie dir ein paar Eizes? Meine Mutter hat mich gebeten, dieses Datum doch etwas nach hinten zu verlegen. Okay. Zusatzfrage. Wenn du dieses Datum ein bisschen nach hinten verlegen sollst, gibt es überhaupt eine Altersgrenze für... Ja, also bei dir sträubt sich immer ein bisschen meine Zunge, wenn ich sage Popsänger. Für mich bist du, für mich, sicherlich für viele andere auch, mehr als nur ein Popsänger. Aber gibt es da eine Altersgrenze? Fängt man da irgendwann irgendwo an zu spüren, dass die Leute sagen, also jetzt nehme ich ihm das nicht mehr so ganz ab? Ja, ich glaube, die Altersgrenze gibt es nicht. Mhm. Es gibt die Grenze, die das Publikum uns setzt. Und die wird dann eintreten, wenn wir selbst uns im Kreise drehen und uns selbst wiederholen. Wenn wir immer wieder versuchen, das Gleiche mit anderen Worten auszudrücken. Wenn wir am Schluss eine Parodie oder eine Karikatur von uns selbst geworden sind. Mhm. Und die Gefahr in unserem Beruf ist unerhört groß, eine Karikatur von sich selbst zu werden. Wenn wir ein Restaurant betreten, zum Beispiel als Udo Jürgens aufzutreten, wie auf eine Bühne. Das ist das Schlimmste, was es gibt, oder du als Fuchsberger aufzutreten. Und nicht reinzugehen, sondern einfach so schon zu erwarten. Jetzt müssen alle gucken. In diesem Augenblick ist der Weg nicht mehr weit, dass wir eine Parodie von uns selbst werden. Und das ist der Moment, wo sich das Publikum ganz automatisch, ohne es selbst zu empfinden, so langsam abwendet und andere Dinge sucht. Und wenn man diesen, dann sollte man spätestens abtreten. Also, solange man was zu sagen hat, ist das mit dem Alter in keiner Weise, ein Mensch kann was zu sagen haben mit 25 und mit 85. Die Frage ist nur, steht er zu dem, was er sagt, steht er zu dem, was er tut? Solange ich was zu sagen habe und das Gefühl habe, mich nicht zu wiederholen und keine Karikatur zu werden, werde ich meinen Mund nicht zumachen, werde ich mich nicht von meinem Klavier nicht weggehen, werde ich dabei bleiben. Und solange die Freude an der Musik und an dem, was ich tue, erhalten bleibt und meine Demut und mein unerhörter Respekt, den ich vor dem Publikum habe. Was er euch sagen will, sagt sein Klavier. Was er euch sagen will, sagen seine Lieder. Und ich glaube, wir alle wünschen ihm für seinen unbegrenzten Lebensabend als Popkünstler das Gegenteil von dem, was er über seine Kindheit sagt, dass es eine Horror- und Leidenszeit war. Möge er die Früchte seiner Freude genießen, die er Millionen Menschen sein bisheriges Leben lang gemacht hat. Und wir sagen, merci, Udo.